Jo, hallihallo. Da sind wir auch schon wieder. Ist ein bisschen später geworden. Aber ich habe noch nebenbei was anderes gemacht. Haha! Und zwar schneide ich gerade nebenbei die ersten Minecraft-Folgen auf dem Server, also von dem hier, TechWorld. Und ich habe mir einen neuen Zettel rausgelassen. Mit den Ideen, die ich noch hatte und die ein bisschen kurz mal ausgearbeitet in meinem Kopf. Ach du Scheiße, wir haben echt viel vor. Es sind mittlerweile über zwei, es sind zwei Seiten. Ja. Ich würde sagen, da müssen wir uns langsam mal und nach mal drum kümmern, uns das mal nach und nach abzubauen. Wobei ich mir auch gerade überlege, wie viele Enderperlen haben wir? Wir haben wieder 10 Stück. Damit könnten wir eigentlich ja noch einen Tesserakten bauen, wenn ich mich nicht täusche. Könnten wir auch bestimmt. Ich wundere mich gerade, dass wir nur so wenig Essenceberries haben. Aber wir haben halt kein Leder oder zu wenig Leder. Ich weiß, was wir bauen. Carry. Query. Natürlich fehlt uns das. 1, 2, 3, 4. Achtung. 1, 2. Ah, natürlich. Diamond-Spitzhacke sollte ich vielleicht auch noch machen. Und zwar, Achtung. Das ist unsere Quarry, die wir jetzt bauen. Die brauchen wir jetzt noch nicht, aber die wird gleich kommen. Die wird gleich Sinn ergeben. Weil meine Katze hier noch dreimal durch die Tür läuft, weil gerade drüben ro der Robo fährt, kriege ich's Kotzen. So, wir gucken jetzt aber an sich mal zu Qua. Also die Bäume sind hier schön gewachsen. Oh ja, das gefällt mir. Da fehlt halt noch einer. Der muss noch wachsen. Hier könnte man noch ein bisschen nach. Ja, komm, das machen wir. Ey, ich war doch jetzt nur eine halbe Stunde weg. Ja, okay, halbe Stunde weg. Das ist ja halt auch schon genug eigentlich. So. Sapling. Schnapp ich mal. Ich brauche nicht viele, ich will nicht nur gucken. Kurz, oder eigentlich, was ich gleich gucken möchte, ist eigentlich nur auch mit, wie es den beiden Ender-Queries so geht, wie weit die so sind. Da setze ich auf jeden Fall noch einen hin. Da fehlt auch noch einer oder zwei. Das Loch hier ist schon ein bisschen groß. Da ist einer. Hier sind auch ein paar. Nö, dann passt das. Die sind einfach nur noch nicht gewachsen. Die Enderquarry hier, okay, die ist circa bei der Hälfte jetzt gerade. Braucht die noch ein bisschen. Und die könnte eigentlich, so wie es ausschaut, fertig sein. Könnte. Hey, die Bäume schauen sogar relativ gut aus. Hey, das schaut wirklich gut aus hier. Oh nö, die ist noch nicht fertig. Die ist zu 92% fertig. Das schaut echt gut aus. Gut, der eine Baum hier ist ein bisschen doof. Aber es schaut echt gut aus. Das schaut wirklich gut aus. Und das ist unsere kleine, aber feine Insel. Das war eine Sandinsel. Wir haben die mit technischen Hilfsmitteln und ein paar Bäumen relativ schön gemacht. Und ich find die Fertigung, die wir hier gebaut haben, echt gut geworden. Muss ich wirklich sagen. Muss ich echt sagen. Die gefällt mir sehr gut sogar. So, die Sache ist die, wir haben hier eine Enderquarry stehen, die fast fertig ist. Ich habe aber auch noch so ein paar, ich habe jetzt ein paar Bauten vor. Die werde ich jetzt auch mal anfangen. Eine der Bauten ist den Laser für die Fassaden. Den werden wir als erstes bauen, denke ich. Als allererstes bauen wir den. Der braucht auch immer RF-Energie, der Laser leider. Muss ich wirklich sagen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Oh, so war das nicht geplant. Ich wollte dich reinschmeißen. So, Laser. Laser. Der hier, und zwar BC Silikon. Silikon. Und zwar dafür brauchen wir den Assembly Table. Der ist auch nicht so teuer, der Assembly Table. Dafür brauchen wir natürlich wieder ein Diamond Gear und dafür brauchen wir erst ein Gold Gear. Bum,
Bam. Bam. Was ist das? Advanced Crafting Table? Nee. Was? Wir haben keine Obsidian. Und ein Diamond Gear. Cool. Haben wir ernsthaft kein Obsidian? Oh nein. Brauche ich für den Laser? Brauche ich auch Obsidian. Och nö. Nein, 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 nein. Wir machen Hauschmal. Haben wir gar kein Obsidian mehr? Also gar keins? Die Wege muss ich natürlich dann hier noch ein bisschen ausgrasen und so. Katze, lass doch mal die Tür zu. Aus. Jetzt versteckt sie sich hinterm Rechner, weil ich gerade gesagt habe, Katze, lass doch mal die Tür zu. So, bumm. Mehr Obsidian gibt's nicht. Sammy, das soll leer bleiben. Unten müsste eigentlich, wenn ich gerade so guck. Eddie ist gerade irgendwo festgefahren, aber das ist halt Osmo. Ich nenne ihn ja immer noch Eddie. Katze, lass diese Tür mal zu. Oh Mann, bist du eine Nervige. Wirklich, die ist jetzt in 6 Minuten 4-mal durch die Tür gegangen. Macht sie immer wieder auf, geht wieder durch, macht wieder auf, geht wieder durch. Also ich lehne sie nur an, weil sonst springt sie die ganze Zeit gegen die Tür und zerkratzt mir die Tür. Bup, bup, bup. So. Haben wir hier mal kurz ein bisschen freigeschlagen. Das sollte man vielleicht auch so ein bisschen freischlagen, so rechts und links davon. So. So, also hier, das muss auf jeden Fall weg. Tschup, 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 tschup. So, ein bisschen freihauen davon, dass wir hier wieder ein bisschen Platz haben. So, jetzt haben wir Obsidian, das was nicht rausgepumpt wird. Assembly Table, danke. Laser. Einen, zwei, drei. Ich mache einfach mal ein paar. 12. Machen wir einfach mal 12 Laser. Aber wir brauchen selbst unseren Laser. Und zwar der Assembly Table kommt in den Keller. Das heißt natürlich, wir haben hier wieder ein bisschen was zu buddeln vor uns. Oh, ich freue mich schon drauf, wenn das Ding da ist. So. Der wird eigentlich nicht groß, der Assembly Table. Nicht nur eigentlich, der wird nicht groß. Hier muss ich nur schauen, dass ich die Kabel wieder runterbekomme. Da ist halt auch nicht viel Platz oder halt auch nicht viel, was da hinkommt. Bei dem Assembly Table. Der geht relativ schnell. Ich mach mal schnell da. Der ist wirklich nicht sehr groß. So, und ich knall jetzt einfach mit dem Laser. Bam. 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 Das war einmal zu weit, zu viel. Bam. Ich muss schauen, dass ich nicht nach oben komme. Bam. 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 So. Müssen aber tiefer. So, dann knall ich dann mit dem Laser nochmal rüber. Also ich mache auch nur wirklich hier das Eck. Der Laser ist nicht so mega groß. So, Fackel. Fackel, dass ich hier ein bisschen was sehe. Ich habe halt immer ein bisschen Angst, da mit dem Laser zu schießen, wo ich sowas habe. Wie hier. Er ist relativ hoch, aber nicht so groß. So. Jetzt haben wir hier rüber gerissen, geschossen. Ja. Hier gibt es natürlich ganz viel zum Einsammeln. Dann können wir nämlich anfangen,
Also wir müssen schon noch einen Ticken tiefer. Weil dann kommt hier Redstone, dann kommt der Laser und dann brauche ich 3 hoch frei circa. Deswegen müssen wir, das ist eigentlich gerade gut, dass hinter uns eine Höhle ist, dass hier immer ein bisschen Licht ist. So. Laser. Hier wieder. So. Bam, 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 bam. Also Redstone-Kabel, Laser, 1, 2. Dann ist das die dritte Ebene, die ich frei haben will. Dritte Ebene, die ich frei haben will. Da hinten schaut es halt echt böse aus, das müssen wir dann machen. Dann wird, oder warte, Redstone-Conduit. Redstone-Conduit. Laser, 1, 2, 3 frei. Dann würde hier der Assembly Table kommen auf der Höhe. Warum klopfe ich das eigentlich gerade frei? Würde hier der Assembly Table kommen auf der Höhe? Unter dem Assembly Table brauche ich aber noch eins frei. Für die Trichter. Weil der Assembly Table schmeißt es nur raus. Für die Trichter. Genau. So. Jetzt haben wir hier noch eins frei. Gut. Und darunter würde halt der Boden jetzt kommen. Das heißt, wir können jetzt eigentlich hier ein bisschen aufräumen. Da gibt es ein paar Trichter. Ein ME-Interface, dafür müssen wir nochmal in die Hölle leider. Muss ich auch ehrlich sagen, müssen wir nochmal hin, Quarz holen. Weil ich hier auch einen ME-Access-Port haben möchte. Das will ich haben. Und ich kriege eine Nachricht. Da antworte ich, oder da antworte ich einfach, wenn wir... Ich glaube, das ist eigentlich schon fast genug Platz, hey. Wenn wir hier fertig sind mit dem Zeug. So. Fackel, Fackel. So. Geh mal einen Tick nach oben, dass ich an das oben auch noch alles rankomme. Das ist eh nicht viel, aber dass ich da rankomme. Wir könnten rein theoretisch auch noch Hexen, kommt mir gerade, Hexen spawnen lassen dann später. Hexen droppen Glowstone oder Glowstone Dust. Und damit hätten wir, ich bräuchte aber erstmal eine Hexe, die ich anfangen muss natürlich. Ich glaube fast, der Raum hier ist groß genug für unseren Assembly Table. So, wir fliegen mal raus. Wir fliegen mal weiter hoch. Nehmen wieder Stone mit. Stone. Bricks. Davon haben wir nicht mehr viele. Okay, davon haben wir nicht mal mehr so viele, aber das ist nicht so schlimm. So, 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 so. So, 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 so. So, so. Wood. Wood. Ui. Ja, okay, so viel hat er gar nicht mehr davon verbraucht. Ich glaube, das war wieder, wird wieder sein. Wasser wird wieder ausgegangen sein. Chup, 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 chup. Runter mit uns. Dann machen wir hier gleich die Wand rein. Die hierher kommt. Das gleiche hier oben auch nochmal. Stopp, hier kommt doch der Boden rein. Egal, ich lasse das Holz jetzt da stehen. Hier kommt der Boden rein. Ja, toll.
Hier kommt der Boden rein. Hier kommt der Boden rein, der Boden rein, der Boden rein. Dann können wir das nämlich hier auch fertig machen. Dann muss noch ein ME-Interface wohin? Beziehungsweise muss dann noch ein paar Kabelchen müssen noch runtergelegt werden. Weil hier drunter wird nämlich schon, oder ja, doch hier drunter, ja doch hier drunter passt, wird nämlich schon was gebaut werden. Oder bauen lassen, werde ich bauen lassen. Das nennt man Quarry. Ein großes Loch wird gebaut. Ein sehr großes Loch. Ein sehr, sehr großes Loch. Ich komme jetzt eigentlich schon bis an die Decke ran. So. Och nö. Dann werden wir nicht da unten ein sehr, 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 sehr großes Loch bauen. Und darunter ein sehr, 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 sehr großes Loch bauen. Weil wir doch die meiste Zeit hier in der Werkstatt sind. Und von dort aus werden wir dann nämlich weiter reißen. Also wir werden die Quarry sich erstmal aufbauen lassen, die ziemlich lange brauchen wird voraussichtlich für das Loch. Oder relativ lange. Die Sache ist nur die, da möchte ich auf jeden Fall hier sein, während die das macht. Und hier werden wir bald Aufzüge bauen. Ich hoffe, wir haben schon Enderperlen. Wieder ein paar Enderperlen. Jo, hätten wir. Elevator. Elevator Block. Dafür brauchen wir nicht Wolle. 6 Stück. Okay, rein theoretisch. Würde das erstmal reichen sogar. Das wäre ja nicht hier oben dann auch weg. So. Achtung. Das sind Elevator-Blöcke. Au. Hier müssen wir halt noch freilassen. Warum konnten wir gerade nur 6 Stück machen? Wieso konnten wir gerade nur 6 Elevator machen? Oh, wir haben keine Wolle mehr. Oh ja gut, also ja gut. Dann wissen wir, woran es scheitert gerade. Dann können wir hier zumachen und hier oben bald auch was hinsetzen. Nice, es kostet halt immer. Achtung, schaut auf die Levelleiste. Levels. Das rauf und runter Porten kostet Levels. Und die Elevator-Blöcke müssen sich sehen. Und die Distanz darf nicht zu hoch sein. Dann geht das alles. Dann kannst du dich einfach hoch und runter beamen. Deswegen auch die Enderperle. Und dafür ist die Wolle. Ein Teil, also die Wolle oder die schwarzen Schafe erfüllen 2 Zwecke. Einmal die Elevator-Blöcke zu betreiben. Au. Das hätte fast tödlich enden können. Einmal die Elevator-Blöcke mit Wolle zu versorgen. Einmal die Aufgabe, Inksacks rauszubekommen. Aber wenn wir nicht so viele Inksacks brauchen, passt es nämlich ganz gut mit der 5%igen Chance nämlich nur. Da würden wir nicht so viele rausbekommen. Leck mich doch am Arsch. Couldn't do this, hey. Bup. 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 Würden wir nicht so viele rausbekommen davon.
dass unser ME sich zu. Also, wir würden schon ein paar rausbekommen, aber nicht so, dass uns sich unser ME so krass zumüllt. So. Daher passt das. Ab und zu brauchen wir halt mal ein paar. Hier oben kommen dann ME-Kabel und Redstone-Energy-Konduit-Kabel runter. Also das hier muss runter und das ME muss runter. Gut, dann komme ich halt hier erstmal wieder nicht mehr hinter, aber ich habe eh noch einen weiteren Eingang. Ich kann hier auch zumachen. Dann können wir nämlich auch endlich mal das craften, was wir eh die ganze Zeit wollten. Was eigentlich jetzt relativ easy ist zu craften, was wir bauen. Das ist kein ja, kein Akt mehr jetzt gerade. Und dann können wir auch mal rumgehen und schauen, was für Fassaden wir eigentlich brauchen. Ich weiß es im Großen und Ganzen schon, welche Fassaden wir brauchen. Da brauche ich, denke ich, auch nicht rumgehen. Da brauche ich nicht rumgehen. Weil ich es einfach weiß, welche Fassaden wir brauchen. Weil ich ja immer aus ähnlichen Materialien baue. Oder eigentlich immer aus den gleichen Materialien baue. Aber ich finde den Stein-Holz-Optik-Look einfach am schönsten. So, dass es nicht alles nur Holz ist und. Früher war es ja auch so, der Boden unten, weiß ich nicht, der war halt, wenn dann mal aus Holzplanken oder halt auch schon mit Holz und so. Aber war halt trotzdem irgendwie. Ich finde den Optik-Look hier einfach schön. Machen wir es einfach so. Meins gefällt mir. So ein bisschen Steinholzoptik gemischt immer. Darf natürlich nicht zu viel von einem sein. So, jetzt muss ich nur noch hier hinten die Wand machen, was kein Thema ist. Und hier passt der Laser auch auf jeden Fall rein. Ich brauche hier unten zwei Sachen. Dann gleich, da muss ich aber für beides in die Hölle rein. Weil ich keine Interfaces mehr habe. Weil ich keine ME-Kabel mehr habe, müssen wir so oder so mal in der Hölle aufräumen gehen. Und deswegen war die Frage vorhin, ist die eine Ender Quarry vielleicht sogar schon fertig? Dann könnten wir über die Tesserakte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich brauche nochmal Wood. Ich habe keins mehr. Bup, bup. Wir haben nicht noch vier Tesserakte. Und da könnten wir wirklich. Achso, hier ist ja noch keiner drunter. Sagen jetzt halt, hey, cool, wir machen das jetzt easy. Wir bauen uns nach oben in der Hölle. Wir haben unser Mining Laser, der schießt sich einfach nochmal kurz nach oben durch. Irgendwo an der Stelle werden wir schon eine finden, wo das geht. Ohne dass wir gleich von Lava ertrunken werden oder absaufen. Kettensäge. Und dann eine Quarry. Ich will hier rein. Jetzt, ach, jetzt wo ich drin war. Danke, dass wir hier mal eine Fackel hinsetzen, so ein bisschen. Und hier deutlich nach unten versetzt soll der Spawning Ground werden. Und ich eine Nachricht nach, mir schreibt mir denn alles? Okay. Die Aufzüge sollen 2x2 werden, deswegen habe ich ein Ding, aber momentan ist es hier auch so ein bisschen der Weg nach unten mit. So. Hier brauchen wir jetzt halt alles, was wir brauchen, ist ME eigentlich. Wir können alles ME-Technische nicht mehr machen, weil wir kein ME mehr haben. Nichts ME-Technisches mehr. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, die Quarry ist halt immer noch nicht fertig, denke ich. Wir können noch mal kurz gucken gehen hier drüben. Ich denke nicht, dass die fertig ist. Obwohl sie vorhin fast fertig war. Wir haben jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde Zeit verbracht. Wenn sie fertig ist, nehme ich sie instant mit. Nehme ich zwei Tesserakten mit. Nehme ich alles mit, was ich brauche hierfür. Ein
Tesseract muss ich an ein Interface bauen? Mhm. Immer noch nicht fertig. Was? Da kommt gerade nichts mehr. Ah, komm. Gleich haben wir es geschafft. Also sie dauert wirklich nicht mehr lange. Die ist gleich durch. Das ist gut. Dann kann ich eigentlich schon mal alles mitnehmen, was ich brauche, um eine Ender Quarry in der Hölle aufzubauen. Und ich weiß auch, wie wir sie aufbauen. Ich würde ja am liebsten nach oben über den Bedrock drüber. Aber es geht halt leider nicht. So. Fans, wir brauchen wieder Zäune. Weil ich glaube, bis wir soweit sind, ist die Dame fertig. Dann brauchen wir die Tesserakten. 1, 2 Stück. Eine Chest. Wo die Ender Quarry das Zeug reinpacken kann. Beruhig dich. Beruhig dich. Ich glaube, dem da gefällt gerade jemandem nicht, dass wir eine Ender Quarry in Ding aufbauen wollen. Dann brauchen wir natürlich eine Pipe. Eine Wooden Pipe. Eine Wooden Pipe. Dann können wir auch eine Gold Pipe machen. Aber es ist egal. Ich nehme das Interface von da unten. ME-Kabel. Haben wir ein paar. Muss ich irgendwo bauen eigentlich, rein theoretisch. Wenn ich das hier hinten baue. Tesseract. Alter, beruhig dich. Gold Chest. Wooden. Ding. Hier oben das Interface hin. Weil hier ist eh Ding. Interface. Beruhig dich. Ich mach doch noch gar nichts. Cell. Leadstone. Brauchen wir so oder so. Ich werde auch unten eine Zelle an den Laser packen, um ihn zu beruhigen. Weil der zieht sonst echt krass viel RF-Energie. Den werde ich echt eindrosseln. Den werde ich sehr stark eindrosseln. So. Es passt sogar. Sollte das bepowern hier, die Wooden Pipe? Die Wooden Pipe geht ans ME. Ans Interface, was ich von da hinten wegreiß. Dann kriegen wir jetzt alles, was in der Hölle so ein bisschen rumkreucht und fleucht. Mit Glück. Ich habe noch keine Ender Quarry aufgebaut in der Hölle. Habe ich noch nicht getan. Ich hoffe, das geht auch. Nicht, dass mir das Spiel sagt, nein. Ich würde so gern oben drüber über dem Bedrock das machen. Aber es ist halt auch nicht so die beste Idee. Einen Tesserakten brauchen wir dann eh noch. Komm, sei fertig, sei fertig, sei fertig. Du bist fertig. Quarry has been finished. Meins? Nice. Und von hier hinten nehmen wir das Interface mit. Dann können wir das Interface da hinten ranknallen. Hier ist aufgeräumt, hier ist fertig. Also hier müssen wir dann noch aufräumen. Hier ist es ruckelig wie Sau. Dann ist die Quarry fertig. Die eine Ender Quarry. Wir packen jetzt die Ender Quarry einmal bitte nach unten in die Hölle. Hauen derer eine unglaublich riesige Fläche hin. Ich hasse es. Ich hasse es so extrem. Und nein, ich habe den Server gerade neu gestartet sogar. Der Server wurde gerade von mir neu gestartet. Komplett.